Das sind Flocke und Racker. Die beiden sind Hirtenschutzhunde aus den italienischen Abruzzen. Bisher haben sie am Bodensee vor allem auf Ziegen und Schafe aufgepasst. Doch jetzt haben sie einen neuen Job. Hühner. Auf dem Hönighof bei Stockach bewachen sie seit kurzem Tag und Nacht 12.000 Legehennen. Eine ungewöhnliche Kundschaft für sie. Ich denke, es ist noch ein bisschen schwierig. Es sind sehr viele Hühner. Die Aufgabe richtig wahrzunehmen, da müssen sie vielleicht noch ein bisschen reinwachsen. Aber bis dato sind wir sehr positiv überrascht und es ist eigentlich auch ein ganz nettes Bild, wie sie sich zwischen den Hühnern bewegen. Flocke und Racker sollen vor allem die Feinde der Hühner abwehren. Den Fuchs zum Beispiel. Ihm gelingt es immer wieder, den gut gesicherten Zaun zu überwinden und sich ein Huhn zu schnappen. Der Fuchs ist auch, ja, wie man schon von ihm kennt, ein Schlauer. Und deswegen die im Zaum zu halten, da braucht schon sehr viel. Auch ihn sollen die Hunde künftig vom Hönighof fernhalten, den Habicht. Gegen den Habicht sind wir eigentlich machtlos. Und in Summe fehlen doch im Jahr zwischen 100 und 150 Hühner bei so einer Herde wie hier in der Freilandhaltung. Die haben sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelöst. Deshalb kam Christoph Hönig auf die Idee, Flocke und Racker auf seinem Hof einzustellen. Ihr Lohn täglich ein gefüllter Fressnapf. Besitzer der Hunde ist Ingo Hinze. Er ist überrascht, wie gut die beiden ihren neuen Job schon machen. Wie sie sich nach wenigen Tagen im Dienst schon ruhiger bewegen, um die schreckhaften Hühner nicht aufzuscheuchen. Die haben sich gleich eigentlich gut eingelebt hier und haben das gut bewerkstelligt, laufen schön langsam bei den Hühnern und gucken doch immer, wenn irgendwas ist. Den Hühnern geben die beiden Hunde jetzt schon mehr Sicherheit. So wagen sie sich weiter aufs Freilandgelände als bisher und sind deutlich entspannter. Durch das ständige Markieren des Reviers riecht der Fuchs, dass er hier keine leichte Beute mehr machen kann. Und auch der Habicht wird sich überlegen, ob er einen Luftangriff startet, wenn er die Hunde sieht. Ich würde behaupten, hauptsächlich ist die Abschreckung. Und dann im Notfall, wenn die Abschreckung nicht reicht, dann würden sie dazwischen gehen und den Fuchs oder Habicht doch töten einfach. Im Frühjahr werden die beiden italienischen Hirtenschutzhunde Bambini kriegen. Sie sollen, wenn sie groß und stark sind, weitere Hühnerherden vom Hönighof beschützen.